Das japanische Entwicklerstudio Capcom wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in der Präfektur Tokio. Seit seiner Gründung hat Capcom viele bekannte und beliebte Videospiele entwickelt, die in der Welt der Videospiele eingegangen sind. Capcom begann als kleines Unternehmen, das als Importeur und Verkäufer von Arcade-Spielen tätig war. Im Jahr 1982 veröffentlichte Capcom sein erstes Spiel, das Arcade-Spiel Valgus. Im Laufe der Jahre wurde Capcom mit der Produktion von Videospielen immer erfolgreicher und stellte einige der bekanntesten und beliebtesten Videospielserien der Welt her. Einige der bekanntesten dabei sind Street Fighter, Resident Evil und natürlich die Mega Man-Serie. Capcom ist doch bis heute auf dem Markt aktiv. Capcom ist unter anderem für seine hervorragenden Disney-Lizenzversoftung bekannt und DuckTales ist der Anfang dieser tollen Zusammenarbeit. Als Dagobert kämpft ihr euch in diesen Plattformer durch verschiedene Welten und sucht Schätze. Mit dabei ist ein Gehstock, den ihr auch als Pogo-Stick zum Springen verwenden könnt. Ein hervorragendes Spiel. Gargoyles Quest ist ein echter Kracher und mischt so einige gute Elemente zusammen. Eine Oberwelt, innovative Plattformer-Level und ein ungewöhnlicher Held, der auch noch für kurze Zeit fliegen kann. Das Spiel gilt nicht umsonst als einer der größten Klassiker auf dem System und bedarf wohl keiner weiteren Erklärung. In diesem Japan-exklusiven Quizspiel gibt es einen großen Endgegner für uns Europäer, die Sprachbarriere. Ansonsten beantwortet ihr diesen schön gestalteten Quizspiel Fragen zu den verschiedenen Capcom-Franchises. In diesem soliden Plattformer steuert ihr Mickey durch verschiedene Level. An sich bietet das Spiel jetzt keine großartigen neuen Ansätze, spielt sich jedoch gut, sticht aber eben nicht aus der Masse der Plattformer heraus. Auf dem Game Boy erschienen so einige Titel aus der populären Mega Mans. Dieser Teil hier ist der Anfang, wurde komplett neu für das System entwickelt und nicht einfach nur portiert. Hier wartet euch die gewohnte Action der Serie. Nach und nach besiegt ihr Bosse, erlangt ihren Fähigkeiten und geht weiter. Schwer, aber süchtig machend. In dieser ungewöhnlichen Filmumsetzung wurde zum Glück kein 0815 Produkt abgeliefert. Ihr steuert Roger Rabbit in einer isometrischen Ansicht durch eine Stadt, löst Rätsel, bekämpft natürlich Gangster. Der Kampf steht dabei jedoch nicht im Vordergrund, sondern die Adventure-Elemente. Technik ist ja super gelungen. Noch im selben Jahr wie der erste Teil erschien noch schon der zweite Teil. Dieser wird in der Fangemeinde mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Für die einen ist er zu einfach und wird oft als eine Art Anfänger-Mega-Man angesehen. Das muss jetzt nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Abgesehen davon wird euch hier solide Mega-Man-Action geboten. In dieser Umsetzung des Arcade-Klassikers erwartet euch ein einfaches, aber süchtig machendes Spielprinzip. In den Level müsst ihr Gegner mit euren Eiskräften in mehreren Stufen einfrieren. Sind diese komplett im eisigen Nass eingeschlossen, könnt ihr diese Kugel dann wegkicken und sogar mit deren Hilfe auch andere Gegner erledigen. Schnell kommt ihr in dieses noch ein Level-Gefühl hinein.
Ein Plattformer, in dem man nicht springen kann? Kann das denn gut gehen? Und ob? In diesem Spiel bewegt ihr euch mit einem ausfahrbaren Greifhaken durch die Level und das klappt überraschend gut. Nach einer kurzen Eingewöhnung natürlich. Auch drumherum gibt es so einiges erfrischend Neues wie eine Übersichtskarte mit Gegnerbewegung und mehr. Absolute Empfehlung. Bei dem Spiel bin ich ehrlich gesagt etwas zwiegespalten. Das Positive, es wurde hier echt versucht auf den Film einzugehen und so folgt die allgemeine Handlung ungefähr der Vorlage und es sind einige ikonische Szenen verarbeitet. Das Spiel an sich ist allerdings ein teilweise unfair schwerer Plattformer. Immer wieder müsst ihr einfach auf Verdacht ins Blaue springen, nur um in eine Stachelgrube zu fallen. Immerhin könnt ihr auch durch verschiedene Charaktere schalten. In Europa war der Publisher übrigens Ubisoft. Im Vergleich zu seinem Vorgänger wurde hier technisch noch einen Schritt nach vorne gemacht und so verwundert es nicht allzu sehr, dass dieser Titel in der Fangemeinde besser aufgenommen wurde als der zweite Teil. Dafür wurde aber auch die Schwierigkeit erhöht, aber das ist ja bei Mega Man-Spielen nicht was großartig Besonderes. Wie der Name es schon andeutet, erwartet euch hier eine weitere Disney-Umsetzung. In Deutschland heißt die Serie Captain Baloo und seine tollkühne Crew und war einer meiner Lieblingsserien damals. Thematisch passend erwartet euch hier kein Plattformer, sondern einen quasi Shoot'em-up. Nur scrollt hier nichts automatisch und ihr fliegt mit eurem Flugzeug durch die Level, könnt es euch sogar umdrehen und bekämpft Piraten. Auch in diesem Spiel hat sich Capcom zum Glück die Mühe gemacht, kein 0815-Plattformer außer Lizenz rauszuholen. Ihr steuert hier Ariel unter Wasser und der Fokus ist nicht unbedingt auf den Kampf, da euer Standardangriff nur betäuben kann bzw. den Gegner in eine Luftblase einschließt. Diesen könnt ihr dann auch als Geschoss einsetzen. Das Spiel ist auf jeden Fall einen Blick wert. In diesem Spiel wird die Marschrichtung des Vorgängers treu beibehalten. In diesem bockschweren Spiel spielt ihr die Geschichte des gleichnamigen Star Wars Filmes nach. Technisch erwartet euch hier quasi dasselbe, aber mich persönlich frustriert es einfach nur. Ähnlich wie der Vorgänger wurde bei uns in Europa das Spiel von Ubisoft veröffentlicht. Darkwing Duck habe ich als Serie ebenso wie Captain Baloo geliebt. So herrlich ironisch hier die Superhelden-Genre auf die Schippe genommen wurde. Als Spiel kann man es schon fast als eine Art Reskin eines Mega Man-Spiels ansehen. Auch hier könnt ihr die Level-Reihenfolge fast frei wählen und die Steuerung bzw. Aufmachung allgemein erinnert stark an diese Serie. Aber das ist natürlich jetzt auch nichts Verkehrtes. Es ist wirklich eine Schande, dass dieses Spiel nur in Japan und Australien erschienen ist, denn es ist ein Nachfolger zu Gargoyles Quest. Großartig neue Features oder ähnliches gibt es nicht, aber das ist jetzt ja auch nicht schlimm. Immerhin hat der Vorgänger schon deutlich ordentlich was abgeliefert. Leider ist auch hier die Sprachbarriere ein Problem, zumindest bei der japanischen Version natürlich.
Und wieder wurde eine Schippe bei der Technikqualität hier draufgelegt, wobei es hier und da schon einmal zu Slowdowns kommen kann. Größte Neuerung in diesem Teil, es gibt zwischen den Levels einen Shop, in dem ihr dann gegen eingesammelte P-Chips, Energy Tanks und so weiter kaufen könnt. Im Vergleich zum Vorgänger hat sich bei diesem Spiel wenig weiterentwickelt, aber das ist in diesem Fall ja auch nicht schlimm. Es wurden kleinere Verbesserungen hinzugefügt und so ist zum Beispiel die Auslösung des Pogo-Sprungs einfacher. Der Rest bleibt wie gewohnt, ihr bereist verschiedene Gegenden und sucht dort nach Schätzen. Hier ein weiterer Japan-exklusiver Titel. Dieses Rollenspiel spielt im alten China und ihr müsst dort eine Räuberhorde erledigen, die die Stabilität der Nation bedroht. Wie euch schon denken könnt, verhindert leider die Sprachbarriere genauere Eindrücke von mir aus, denn in Game Boy ist es auch für das Famicom entschieden und sogar auf dem NES in Amerika. Mega Man 5 ist leider für Sammler mittlerweile fast schon unerschwinglich und das ist schade, da es meiner Meinung nach noch mit der beste Titel der Reihe ist. Technisch auf jeden Fall das Beste. Die große Neuerung ist hier die neue Waffe von Mega Man, der Mega Arm, also eure Faust, welchen ihr auch upgraden könnt. Die Street Fighter Serie ist bis heute ein Brett und in seinem aktuellen Teil ein Top-Titel in dem Genre. Den Durchbruch hatte die Serie mit dem zweiten Teil zu verdanken und dieser wurde auch auf den Gameboy portiert. An sich ist das System natürlich nicht die ideale Wahl für ein Fighting-Game, aber es wurde doch überraschend gut umgesetzt. Es gibt natürlich einige Abspeckungen, aber das Spielgefühl passt. Andere Versionen sind aber natürlich überlegen. Dieses sehr spät exklusiv in Japan erschienene Spiel ist eine sehr interessante Kombination aus einem klassischen 1 gegen 1 Fighting Game und einem Story-Modus. Diesen bekämpft ihr euch nach und nach gegen Computergegner und könnt zwischendurch euren Kämpfer mit Upgrades versorgen. Sehr schönes Spielkonzept, das sich hervorragend spielt, fehlt leider nicht nur so wie so oft die Sprachbarriere. Aber eine gute Nachricht, das Spiel erschien auch unter dem Namen Power Quest, aber allerdings nur für den Game Boy Color.